kreativ du bist. Und ich finde, jeder kann kreativ sein. Das könnt ihr hier sehen. Das ist der beste Beweis. Wir haben richtig tolle Ideen gezaubert. Und ja, es gibt halt keine Zufälle. Und ich bin total dankbar, dass Linda mich total unterstützt hat bei diesem Projekt und ganz tolle Ideen hatte und genauso zurück ist wie ich. Ja, ganz genau. Also erstmal von mir aus herzlich willkommen hier in der Kunsthalle im Kulturbahnhof. Das Thema ist ja schon angeklungen. Müll, Müll, Müll und nochmals Müll. Was kann man alles aus Müll machen? Dafür braucht man Fantasie, Kreativität, Einbildungskraft. Und es ist wirklich fantastisch, was hier unter der Anleitung von Stefanie und Linda hier geschaffen worden ist. Josef Beuys, der berühmte Künstler, hat einmal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und er hat vollkommen recht. In jedem von uns ist ein kreatives Potenzial, das es zu aktivieren gilt, das es zu entdecken gilt. Wie zum Beispiel jetzt hier vorne aus Müll Vogelhäuschen entwickelt worden sind. Aus diesen Tetrapacks, wie eine Geschichte erzählt wird. Alles das ist hier in dieser Ausstellung vorhanden. Wir sehen menschliche Figuren, Roboter, Bilder, Mobiles, Installationen. Ja, das gesamte Ensemble hier ist eine einzige Kunstinstallation, das alle Sinne anspricht. Wir sind sehr, sehr gerne immer wieder Gastgeberinnen dieser Kunsthalle für Steffi und ihrem Team, weil hier Fantastisches geschieht. Und ich kann nur meinen Dank zum Ausdruck bringen und den Respekt. Und ihr wart wirklich sehr flink, dann auch in diesen wenigen Tagen. Ganz herzlichen Dank für das Kommen. Danke, ja, für das Interesse. Und nun Einladung zur Betrachtung und noch einmal Bananenkuchen. Dankeschön.